An der legendären steilen Wand von Merane haben sich schon Generationen von Radsportlern versucht. Und wer selbst schon einmal am Fuße dieser Steigung gestanden hat, wird wissen, die steile Wand zu bezwingen ist kein Kinderspiel. Für den diesjährigen Abschluss der AOK-Plus-Aktion mit dem Rad zur Arbeit war die berühmte Straße aber genau die richtige Wahl. Die Aktion der AOK Plus ist schnell erklärt. Möglichst viele Berufstätige sollen motiviert werden, sich an mindestens 20 Tagen für den Arbeitsweg in den Sattel zu schwingen. Die Aktion läuft seit 1. Mai diesen Jahres. Und es geht einfach darum, dass Menschen das Auto zu Hause lassen und mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren. Und das prämieren wir, das unterstützen wir. Und bereits 20.000 AOK-Versicherte von uns machen an der Aktion mit. Die steile Wand aber ist noch mal ein ganz anderes Kaliber als viele andere Straßen. Für Rainer Striebel, den Chef der AOK Plus, aber kein Grund zum Kneifen. Ich habe das mal vor langer Zeit gemacht, aber das ist schon über 20 Jahre her. Da war ich natürlich deutlich jünger wie heute. Und natürlich eine riesen Herausforderung, auf den Spuren von TF Schur sich zu bewegen, ist doch fantastisch. Ein weiterer prominenter Teilnehmer der Aktion an der steilen Wand war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er hat sich die 248 Meter lange Strecke vorab schon mal aus einem Trabant heraus angeschaut. Aber die steile Wand kannte er schon. Ich habe es im Fernsehen gesehen und ich war auch vor einigen Jahren mal hier, habe mir das angeschaut. Und selbst wenn man jetzt hier davor steht, es ist schon einflößend, respekteinflößend, wenn man das sieht. Aber der Landesvater hat die Aufgabe mit Bravour und mit einem E-Bike gemeistert. Dank des Elektroantriebs war es ihm sogar noch möglich, einem jüngeren Mitradler helfend unter die Arme zu greifen. In der Staatskanzlei in Dresden sind Radpendler für ihn ein ganz normales Bild. Ja, es sind viele Leute. In der großen Stadt ist es eigentlich üblich, auch mit dem Fahrrad auf Arbeit zu kommen. Und das ist auch gut so. Wir fördern das auch. Wir wollen auch insgesamt in Sachsen viel mehr Radwege bauen, auch hier in der Region. 500 Kilometer haben wir jetzt in Planung gegeben und hoffen, dass es möglichst hintereinander zügig gebaut werden kann. Was aber so bleiben sollte wie bisher, das ist das historische Kopfsteinpflaster der steilen Wand. Das gibt der Strecke erst das richtige Flair, was nun schon Generationen von Radsportlern lieben gelernt haben. Der Sportreporter René Kindermann, der gleichzeitig auch Schirmherr der AOK Plus Aktion ist, weiß genau, wie ein Sportler aussieht, der die steile Wand bezwungen hat. Das ist so eine Mischung aus Erleichterung und Kaputtsein. Wenn man da oben ankommt, man denkt ja immer, 248 Meter, das klingt nicht so viel. Aber es ist dann, weil das Problem ist nämlich dieser Absatz dazwischen. Man glaubt sozusagen, man ist nach zwei Dritteln eigentlich am Ziel, fährt auf diesen Absatz drauf, auf diesen Sattel und denkt dann, ach na, jetzt sind es ja bloß noch irgendwie 20 Meter. Und dann tut es halt richtig weh, bevor man oben ankommt. Und deswegen finde ich die Herausforderung großartig, was die AOK Plus hier gemacht hat, zu sagen, wir nutzen mal die Aktion mit dem Rad zur Arbeit und bringen mal eine sportliche Herausforderung rein. Nicht bloß auf dem Weg zur Arbeit fahren, sondern auch mal richtig mal Gas geben, finde ich super. Und es gibt ja so viele, die gesagt haben, ich will das mal eigentlich ausprobieren. Das Bezwingen der steilen Wand von Merane war der Abschluss der diesjährigen Aktion. Dennoch kann sich auf der dazugehörigen Internetseite jeder schon jetzt anmelden, um auch 2020 mit dabei zu sein. Und dann bekommen die Buchstaben AOK eine ganz andere Bedeutung. Arbeitsweg ohne Kraftstoff.